Aufnahme läuft. Sehr gut. Okay. Ein Traum. Hallo allesamt. Ich sitze ja gerade in Mannheim und ich war in meinem Leben noch nie in Mannheim. Und warum bin ich hier in Mannheim? Weil ich mich mit jemandem treffe, der einen eigenen Verlag leitet. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin der Josch. Hallo. Hallo Josch. Wo sind wir denn hier gerade? In Mannheim an der alten Feuerwache. In einem kleinen Biergarten. Mit einem Bier und jeder Menge Sonne. Schon mal sehr gut. Auf jeden Fall. Gutes Kellerbier gibt's hier. Ich habe gelernt, in Mannheim trinkt man Eichbaum. Kann ich empfehlen, ist wirklich lecker. Weiß nicht, bist du ein Biertrinker? Eigentlich schon, ja. Es kommt drauf an, mal mehr, mal weniger. Und was steht da so bei dir zu Hause im heimischen Bierkasten? Eigentlich mag ich ganz gern das Kellerbier, drum auch bestellt. Und ansonsten bin ich eigentlich eher so ein Exporttrinker. Und wenn ich an Bodensee runterkomme, Meckatzer Schweißgold auf jeden Fall. Aha. Ist da so die Marke. Also richtig gutes, würziges Bier. Also auch so ein bisschen herber alles. Ja? So, aber trotzdem noch mit einer schönen Süffigkeit. Sehr gut. Da spricht der Biersommelier. Ja, warum haben wir uns hier heute zusammen getroffen? Du leitest einen Verlag. In Personalunion, quasi eine One-Man-Show? Genau, ich mache das alles komplett alleine sozusagen. Außer die Übersetzung, die kriege ich halt vom Jens natürlich. Und dein voller Name ist Josua Dantes und dein Verlag, der heißt auch so, richtig? Jawohl. Das ist der Dantes Verlag. Aber fangen wir erstmal bei dir an. Was machst du denn eigentlich so, wenn du gerade keinen Comic-Verlag leitest? dann gehe ich gerne auf Punk-Konzerte, lese Comics auch ganz viel. Ansonsten verbringe ich gerne Zeit mit meiner Frau, natürlich mit den Kumpels auch mal, vielleicht irgendwie so eine Brettspielrunde oder sowas, je nachdem. Und halt auch das übliche Nerdtum zocken. Also ein Nerd, sind wir genau richtig bei dir, das ist schon mal sehr gut. Ach, eigentlich nur in die Zocke- und Comic-Richtung so, aber ja doch, da kann ich mich schon etwas in diese Richtung mit einfinden, kann aber vielleicht vom Wissen her nicht ganz mit manchen Nerds mithalten. Ich habe auch gesehen, auf Facebook zum Gratis-Comic-Tag, da gibt es ja den Comic-Laden in Mannheim, den Fantastic Store. Jawohl. Da habe ich dich auch in einem Kostüm gesehen, zum Gratis-Comic-Tag, kann das sein? Ja, da habe ich mich mit einem Kumpel zusammen in Schale geworfen. Wir haben unsere Schottenröcke angezogen, ein bisschen noch Krempel dazu. Also ich habe mir so Plastiktotenschädel dann noch in Ketten dran gemacht. Und der hat natürlich auch seine schöne Doppelaxt mitgebracht, dass wir ein bisschen Slane nachposieren konnten. Sehr geil. Slane ist ja eine Reihe, die du verlegst. Da werden wir später nochmal zu sprechen drauf kommen. Ja. Aber das so, bist du auch regelmäßig cosplaymäßig unterwegs oder vielleicht sogar auf dem Lab oder so? Das war das erste Mal. Ich muss sagen, wenn ich jetzt die zwei Totenschädel und die Lederarmbänder weggelassen hätte, dann könnte das auch ein ganz normales Sommeroutfit sein. Okay, sehr gut. Wenn ihr euch das dann später auf YouTube angucken solltet oder dann auch im Podcast, guckt mal auf euer Display. Da werde ich versuchen, das Foto, was es da online gibt, mal mit reinzupacken, damit ihr auch mal eine Vorstellung habt, wer derjenige ist, mit dem wir heute sprechen. Ja, wo fangen wir bei dir an? Also, wenn man dich googelt und deinen Verlag googelt, dann findet man ein Interview von dir. Ich weiß, du bist 35 Jahre alt, Krankenpfleger und Punk, wie gesagt. Und offensichtlich bist du auch verheiratet, hast du gerade gemeint? Ja, bin ich. Sehr gut. Seit 6 Jahren mittlerweile und ja, wunderbar soweit. Und gebürtiger Mannheimer oder bist du hier zugezogen? Ich komme eigentlich vom Bodensee, aber bin dann zu meinem Zivildienst 2001 in die Pfalz gezogen und seitdem ein bisschen rumgekommen und jetzt seit 2007 eigentlich in Mannheim ansässig. Cool. Und lohnt sich zu bleiben? Durchaus, ja. ja, und vor allem lohnt es sich, anscheinend auch hier in Mannheim den Verlag aufzumachen. Den Dantes Verlag. Seit wann gibt's euch? Also ich habe mit der Vorbereitung angefangen letztes Jahr im Juli und bin mit meinem Programm seit Anfang Januar am Start. Mhm. Ist ja auch ein ziemlicher Schritt so in die Selbstständigkeit. Ne? Da hängen ja eine ganze Menge auch so Formalitäten dran. War das ein großer Akt? Ich musste mich halt erstmal in alles reinlesen. Also ich hatte am Anfang wirklich gar keine Ahnung von irgendwas und hab mich dann halt erstmal mit dem Mille vom Schwarzen Turm etwas unterhalten. Der hat mir so ein paar Grundrichtlinien gegeben und ja, dann
habe ich mich da einfach weiter informiert und das Ganze hat sich so gefestigt. Und ja, so bin ich dann auch zu dem Entschluss gekommen, das Ganze in die Tat umzusetzen. Ist ja auch, also genau, man muss ja viel lernen, muss ja wahrscheinlich auch die Kontakte erstmal knüpfen, die man da alle braucht. Allein schon, ja. Ja, man muss eben auch mal, keine Ahnung, man muss Leute kennen, die drucken. Das geht vielleicht online, wenn man weiß wo. Ja, also ich muss sagen, die Online-Druckereien, die man findet, die sind eher mangelhaft, muss ich doch gestehen. Also nach den ersten zwei Büchern, die ja schon etwas Fehler aufwiesen. Ja, aber daraus habe ich gelernt und habe mich dann an Sebastian von Kult Comics gewandt und der hat mir eine Druckerei in Litauen empfohlen, mit denen ich wirklich sehr zufrieden bin. Okay. Ja. Ja, auch schon die ganze Frage auch der technischen Umsetzung und so. Hast du das auch alles selbst beigebracht oder hast du jemanden, der dir dabei hilft? Also die ersten beiden Bücher hat der Mille vom Schwarzen Turm gemacht. Da habe ich ja eigentlich mit dem ersten Buch gar nichts zu tun. Da bekam ich die Druckdaten fertig von ihm. Mhm. Beim zweiten Buch war es dann so, dass ich langsam gemerkt habe, ich muss da selber was tun und habe mich dann in InDesign reingearbeitet. Mhm. Habe dann auch das Gratis-Comic-Tag-Heft selber gemacht und ja den 6 und 7er von Usagi Yojimbo zur Hälfte gelettert. Okay. Das hat schon ganz gut geklappt und ja, wie du siehst, also an Gravel und an Stain vielleicht funktioniert es weiterhin ganz gut, weil die habe ich komplett selber auf die Beine gestellt. Mhm. Das hat schon noch wahnsinnig viel Zeit gefressen, oder? Yep. Wie machst du das parallel zur Familie und zum Job? Also ich arbeite im Krankenhaus plus 80% und meine Frau, die ist da recht verständnisvoll, sage ich jetzt mal. Also da ist es auch nicht so das Problem, wenn ich dann abends nach der Arbeit vielleicht mich noch 5-6 Stunden hinhocke und noch weiter für den Verlag arbeite. Okay. Ja, noch dazu mache ich was in der Heimbeatmung und da habe ich halt zwischendrin auch immer ja, sicher so 7-8 Stunden in der Nacht von meiner 12-Stunden-Schicht, wo ich dann halt auch für den Verlag arbeiten kann. Okay. Und so klappt das eigentlich schon ganz gut. Ja. Also das ist krass, man kann das dann, wenn das dann auch wirklich so viel Zeit annimmt, ich meine, du bist jetzt, wie gesagt, seit Januar dabei, macht es denn dann auch noch Spaß oder hat es schon so einen, ja einfach so einen Arbeitsfaktor, den man da auch nicht unterschätzen darf? Nee, das macht eigentlich richtig Spaß, also gerade auch mit InDesign und ja, das Ganze bearbeiten, das macht schon richtig Freude. Und wenn man dann halt die Erfolge hat, dass die Soundwords zum Beispiel gut reinpassen dann in die Bilder und sowas, das ist einfach schon ein schönes Gefühl. Und wenn man das Produkt dann in der Hand hat, bin ich natürlich auch ohne stolz drauf. Also auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt hier, kommen wir später noch drauf zu sprechen, jetzt hier beispielsweise gestern mir den ersten Band von Gravel. Ja. Genau, ist ja auch von Warren Ellis, wahrscheinlich eher Gravel, in die Hand genommen und ist auf jeden Fall super verarbeitet. Ein bisschen kleiner als die, kleiner als A4. Was ist das für eine, kennst du die auswendig, die Maße? Also das sind 24 auf 17 cm, praktisch 2 cm kleiner als das US-Heftformat. Das liegt einfach daran, dass die Druckpreise billiger sind. Mhm. Für die 2 cm drauf müsste ich wahrscheinlich nochmal 50-60% Druckkosten drauflegen und das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Ja, das verstehe ich aber, das verstehe ich. Ja, die Hardcore-Sammler finden es vielleicht nicht so toll, aber ich bringe sie ja alle in der Größe drum. Ja. Bleibt wenigstens die Reihe dann gleich. Ich hatte auch online gelesen, dass du so mit Lucky Luke zum Beispiel auch angefangen hast, also generell eher so mit franco-belgischen Sachen, dass das so das erste war, was du auch, der erste Bezug zu Comic. Die sind ja nochmal ein ganz Stück größer, auch so von der Haptik. Bist du eher so der Hardcover-Typ, der die geilen großen Alben hat oder auch mal einfach eben schnell ein Softcover zwischendurch liest? Was ist dir persönlich einfach angenehmer, wenn du jetzt Comics liest? Also ich muss sagen, früher war ich voll der Verfechter des Softcovers so, weil ich einfach was Günstiges haben wollte, um in die Tasche zu stecken und auch mitzunehmen. Dann hatte ich eine Weile lang voll den Hardcover-Fimmel, wollte alles in limitierter Hardcover-Version am besten haben und in Top-Zuständen und so weiter, aber ich habe mich mittlerweile wieder mehr aufs Lesen besonnen und darum ist es mir eigentlich egal, wenn was kommt und es ist gut, dann nehme ich das Softcover oder das Hardcover. Okay. Also, ja, Hauptsache ist was Gutes. Was hältst du eigentlich von digitalen Comics? Also jetzt auf Displays lesen, ist das was, womit du was anfangen kannst oder bist du da eher... Nein. Gar nicht, nicht so? Überhaupt nicht. Ich habe bis jetzt einmal einen Band gelesen, den ich absolut noch nicht auf Deutsch gefunden habe, zu einem halbwegs akzeptablen Preis und ja, also...
fand ich jetzt echt nicht so der Renner. Ansonsten für Leseproben ist es mal okay. Ja. Aber mehr als 20 Seiten will ich eigentlich nicht auf dem Display lesen. Ich habe auch immer gedacht, das wäre voll der Trend und das wäre auch so State of the Art, alles digital zu lesen, aber dem ist gar nicht so. Also wenn man sich wirklich mit Fans unterhält, ich glaube, der klassische Comic, der wurde schon oft totgesagt, wird aber so schnell nicht wegsterben. Und das ist ganz toll, dass wir jetzt auch deinen Verlag haben, den Dantes Verlag, der die deutsche Comic-Landschaft noch ein bisschen erweitert. Genau, und dann habe ich auch noch gelesen, dass du früher auch die Comics aus Bibliotheken auch regelmäßig gelesen hast. Das war eine Sache, über die ich mir lange keine Gedanken gemacht habe. Bis vor kurzem war das so, dass du also auch die hiesigen und, oder aus deiner Heimat die Bibliotheken da nach Comics durchforstet hast. Ja, also wir hatten eine recht große Bibliothek für unser kleines Städtchen am Bodensee. Und da gab es eine ganz annehmbare Comic-Ecke, muss man schon sagen. Also halt hauptsächlich natürlich so Sachen wie Helga und sowas oder auch ältere Lucky Luke-Teile, die dann als die Classics rauskamen. Ja. Was gab es da noch? Schon auch einiges mehr. So. Ich habe mich da halt komplett durchgelesen, alles, was ich in die Finger gekriegt habe. Also wirklich, damals war ich noch nicht so wählerisch, muss ich ja sagen. Ja, mit was man kriegt, ne? Gerade wenn es auch... Also ich finde halt gerade so zum Einstieg sollte auch die finanzielle Hürde nicht so hoch sein. Und da ist doch super, wenn man auch in Bibliotheken mal schauen kann, was da so gibt. Ja. Also schon mal erster großer Tipp aus der heutigen Interviewrunde. Auf jeden Fall mal die lokalen Bibliotheken nach Comics abchecken. Da schlummert der ein oder andere Schatz. Durchaus, auf jeden Fall. Und dann vielleicht nochmal kurz, bevor wir dann auch ein bisschen uns um dein Verlagsportfolio kümmern. Was hast du denn zuletzt gelesen? Du verbringst wohl gelegentlich auch Zeit damit, selber mal einen Comic in die Hand zu nehmen. Was war so das Letzte, was du gelesen hast? Also, das Letzte, was ich gelesen habe in der letzten Woche, war praktisch die Goon-Reihe. Ohne die ersten drei Bände, die habe ich gerade verliehen. Und Götterdämmerung, Bände 1 bis 6 von Splitter. Also, die ist praktisch... wie soll man sagen, von Wagner, diese Mischung zwischen der Nibelungensage und praktisch ein bisschen geschichtlichem Hintergrund und auch den germanischen Mythen, die da verwurstet werden sozusagen, finde ich immer ganz nett sowas. Und ist das ähnlich rau, wie das Goon zum Beispiel ist oder wie das auch Gravel ist, also vom Umgangston her, sag ich mal? Nee, das ist eher nicht so. Also es hat schon auch blutige Szenen mit dabei und sowas, aber... Ja, es ist halt eher an die nordische Sagenwelt sozusagen angeheftet. Okay. Ja. Aber es muss auch nicht immer so blutig sein. Gerade Usagi, ich meine, klar, da fallen die Leute auch im Zehnerpack, aber es ist ja trotzdem jetzt nicht so gewalttätig dargestellt und es kommt drauf an. Also ich lese auch ganz gerne mal einen Garfield oder zum Beispiel Calvin und Hobbes oder sowas. Okay, also wirklich dann kann man schon sagen, ziemlich querbeet. Ja. Auch internationale Sachen. Ja, und was war es denn, was dich dann denn effektiv dazu gebracht hat, dann selbsttätig zu werden, selbstständig zu werden? Da muss man eine Gewerbeanmeldung machen, da muss man dann halt eben auch ein paar einfach auch rechtliche Sachen beachten und eben auch jede Menge Geld in die Hand nehmen. Was hat dich denn effektiv zu diesem Schritt bewogen? Also ich habe schon lange einfach den Traum gehabt, gewisse Comics, gerade wie Gravel und Slane, hier in Deutschland zu veröffentlichen. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn das jemand anderes in die Hand genommen hätte, aber jetzt kam es nun zu diesem Schritt und ehrlich gesagt bin ich sehr froh drüber. Ja, aber der bewegende Schritt war eigentlich die Sache, dass ich mehr Zeit hatte, weil ich im Krankenhaus reduziert habe und mir dann Usagi Yojimbo selber den Band 7 übersetzen wollte, um zumindest mal Volume 1 komplett auf Deutsch lesen zu können. Okay. Ja, aber... An der Übersetzung hat es etwas gehapert, als ich die versucht habe sozusagen. Und ja, irgendwie bin ich dann auf den Gedanken gekommen, hey, vielleicht haben ja mehr Leute auch Bock drauf. Ja. Dann habe ich Kontakt mit Mille aufgenommen, der hat mich dann an Jens weitervermittelt, der die Übersetzung früher auch schon für Usagi gemacht hat. Und so kam das Ganze dann relativ flott ins Rollen. Und Fantagraphics, die haben mir auch nach vielleicht 2-3 Monaten oder sowas, als ich die wöchentlich angeschrieben habe, dann geantwortet. Und da hatte ich schon mal einen Fuß in der Tür. Top. Erste Kontakte geknüpft, sehr gut. Also ging es ja vor allem darum, quasi Serien, die wir jetzt eben noch nicht auf Deutsch lesen konnten, dann eben auch übersetzen zu lassen und die vor allem auch dann dem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Genau. Speziell jetzt bei Usagi und ich glaube auch bei Gravel war das so, dass beide ja schon mal auch bei anderen Verlagen liefen.
Ja, also und Slang genauso. Slang genauso, ja. Ja. Das sind ja alles Sachen, die ich praktisch auf Deutsch fertig lesen möchte auch. Und da ärgert es mich halt auch gerade. Ich meine, gut, Gravel ist beim Tilsner Verlag rausgekommen. Die haben, glaube ich, sowieso um die Zeit dann ungefähr dicht gemacht, als die Fortsetzungen kamen. Aber auch Slane zum Beispiel, da haben sie ja mittendrin angefangen. Und Usagi Yojimbo ist ja sowieso ein Witz eigentlich von der Veröffentlichung her, sage ich jetzt mal. Das ist einfach scheiße gelaufen, dass die mitten in der Geschichte abgebrochen haben. Dann das Ganze weitergeführt wurde, ohne die Geschichte zu beenden. Und so war das Ganze leider schon im Voraus etwas ein schlechter Start, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, andere Verlage hatten die Serien auch schon ausprobiert, um also auch vielleicht mal so ein bisschen so offensiv zu fragen, warum glaubst du dann, dass es bei dir funktioniert? Also bei Carlsen hat das Ganze anscheinend nicht mehr funktioniert, weil die, ich weiß nicht unter welchem Satz, aber unter 2000 oder sowas irgendwie verkauft hatten von Band 6. Und ehrlich gesagt, als Kleinverlag bin ich mit 500 schon ungefähr auf null und das rechnet sich halt ganz anders. Ich muss keine Mitarbeiter bezahlen, ich muss, wenn es nicht nötig ist, keine großen Werbeseiten oder sonst irgendwas blechen. Und ja, schaue halt, wie ich das dann hinkriege. Außerdem bin ich bereit dazu, jeden Monat selber noch 500 Euro draufzulegen für das Ganze. Also ja, hoffe ich, dass das sich so eine Weile trägt zumindest. Toi, toi, toi. Dass du dieses auch, also wir reden hier quasi von einem Langzeitinvestment, dass sich das dann irgendwie auch, dass sich das auch lohnt. Und also seitdem ich dich entdeckt habe, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Mein nächster Plan ist es, mir dann Slane vorzunehmen, ganz klar. Einfach, weil die Zeichnungen fantastisch aussehen. Hast du denn schon das Gratis-Comic-Pack-Heft? Ja, das hat sie mir mitgeschickt. Ah, okay. Alles klar, gut. Denn das ist eins der vielen tollen Sachen bei dir. Wenn man bei dir bestellt, dann bekommt man neben den ganz vielen Stickern, die du angefertigt hast für deine Serien, unter anderem auch dein Gratis-Comic, den du wohl in diesem Jahr mit veröffentlicht hattest. Ja. Und wie ist das für dich deine Resonanz vom Gratis-Comic-Tag? Da hören wir von den unterschiedlichsten Verlagen unterschiedlichste Sachen. Wir hatten zum Beispiel mit Plam Plam, habe ich schon drüber gesprochen, spezielles mit Thorsten und Chris. Dann habe ich auch schon mit den Jungs vom The Next Art Verlag schon da schon mal ein paar Minuten drüber gequatscht. Wie ist denn für dich so dein Fazit vom Gratis-Comic-Tag? Wir hatten auf jeden Fall eine Mordsgaudi. Ja, ansonsten würde ich sagen, dass der Gratis-Comic-Tag mir erstmal die Bekanntheit, glaube ich, eingebracht hat, überhaupt deutschlandweit schon verkaufen zu können. So, weil ich denke, wenn ich ohne den Gratis-Comic-Tag an den Start gegangen wäre, dann hätte ich einfach auch nicht so die Aufmerksamkeit erhalten. Am Anfang ist das Ganze halt schon über die Gratis-Comic-Tag-Seite größtenteils gelaufen so und ein bisschen halt auch im Forum, aber ja, das... In welchem Forum meint man das? Comic-Forum? Also das Comic-Forum war das, ja. Das Schwarze Turm hat dann nochmal eine Usagi Yojimbo-Sparte aufgemacht halt für meine zwei Bände, die ich da zum Auffüllen gebracht habe. Und ja, also es war beides schon ein ganz guter Start auf jeden Fall. Und ist ja vor allem auch immer eine große Investition. Die Comics muss man ja erstmal drucken lassen. Da müsst ihr ja als Verlag meines Wissens immer irgendwie erstmal vorproduzieren. Und kriegt auch keine Unterstützung, glaube ich, großartig. Oder läuft es irgendwie, dass ihr euch da... alle in einen Topf und aus dem Topf wird dann gezahlt, sodass die Größeren mehr bezahlen als die Kleineren. Ist das so oder musst du selbst wirklich eins zu eins selbst tragen alles? Also beim Gratis-Comic-Tag meinst du jetzt? Beim Gratis-Comic-Tag ist es so, dass man pro Heft einen gewissen Betrag bezahlt. Das erste Heft ist günstiger, das zweite und das dritte, je nachdem, kostet dann etwas mehr. Aber dafür kriegst du ja auch. Also für deine Investition kriegst du dann, ich glaube, 20 Komplettsätze oder nee, 5 Komplettsätze irgendwie und nochmal 15 Päckchen mit je 20 Stück drin. Also 150 extra Hefte plus nochmal 300 extra Hefte. Okay, im Endeffekt. Cool. Und die werden dann für dich auch in der Republik verteilt. Du musst dann also nicht jeden Comicladen einzeln abfahren und die da abgeben, oder? Nee, das sind ja bloß die, die ich bekomme. Also insgesamt werden da so viele gedruckt. Von Slane wurden dieses Jahr 1200 in der ganzen Republik praktisch verteilt. Okay. Nee, nicht 10.200, ja. Und wie war so die Resonanz? Also die Gratis-Comic-Hefte, die werden ja auch regelmäßig rezensiert von unseren Kollegen im Internet. Wir haben die teilweise auch im Telestammtisch mal kurz angesprochen gehabt. Oder ich weiß zum Beispiel auch, dass die Jungs mit ihrem Podcast von Comic Review
da sich die auch mal ein bisschen genauer angeschaut hatten und speziell auch von Slane sehr angetan waren. Wie ist denn so generell die Resonanz gewesen? Also bis jetzt recht gut, muss ich sagen. Ja. Mhm. Okay. Also gerade auch bei den Empfehlungen und sowas vom Gratis-Comic-Tag, da habe ich gesehen, dass ich da schon einige Male gute Bewertungen bekommen habe dafür und ja, gefällt. Okay, sehr gut. Ja, also wie gesagt, du veröffentlichst dann 3 ziemlich geile Serien und hast dir wohl auch viel selbst beigebracht. Ja, wir können einfach mal, bevor wir jetzt uns ins Detail mal in die 3 Serien, die bei dir laufen, auch stürzen, wenn du dir selbst jetzt überlegst, was für Serien du gern machen würdest, nach was für Auswahlkriterien machst du das? Oder mal nochmal, um die Frage nochmal zu erweitern, meine Spezialität, 3 Fragen auf einmal zu stellen. sieht das aus, wenn ich jetzt Künstler wäre und hätte vielleicht sogar schon ein fertiges Werk, das, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte zu dir passen. Kann man sich da bei dir melden? Ja, gerne, auf jeden Fall. Also ich bin jederzeit offen. Ja. Nur manchen muss ich halt auch leider eine Absage erteilen. Also es kommt drauf an. Jetzt gerade mit dem Andreas Butzbach, da ist ja eine gute Zusammenarbeit schon mal entstanden. Und da kann ich mir auch in Zukunft mehr vorstellen, so, weil mir sein Stil einfach saumäßig gut gefällt. Auf jeden Fall, ja. Ja, also das würde schon Freude bereiten. Aber halt andere Sachen, es kommt immer drauf an. Ich habe letztens was zugeschickt bekommen. War zwar auch eine super nette Mail und sowas und künstlerisch, muss ich sagen, echt top, aber was will ich denn mit Hausschweinen auf einer Wiese anfangen? So ungefähr. Ja, okay, das ist ein besonderes Klientel, also ja. Ja, okay. Also du wägst dann selbst auch ab, ob du da Chancen für siehst für Abnehmen. Ja, natürlich. Wäge ich die Chancen ab. Man kann ja auch eine kleinere Auflage in Erwägung ziehen, das ist ja kein Problem sozusagen, aber es kommt halt immer drauf an, ob es mir persönlich auch gefällt. Das ist natürlich Hauptkriterium. Und ja, ich denke, ich habe schon einen Geschmack, der soweit ganz gut ist, ohne jetzt zu sehr von mir selbst überzeugt klingen zu wollen. Aber ja, natürlich ist das das Hauptkriterium und nicht, ob sich was gut verkauft. Wenn sich was gut verkauft, ist das natürlich ein netter Nebeneffekt. Aber ich denke, meine Bücher, die ich rausbringe, die sollen auch einfach dafür stehen, ja, dass ich den Scheiß mache, auf den ich Bock habe. Das ist cool. Also soll ja andere Verlage geben, die einfach alles bringen, egal ob es gut ist, solange es sich rechnet. Aber es scheint so, als ob du bei deiner Auswahl der Lizenzen, die du dir einkaufst, immer auch selbst Bock drauf haben musst, auf die einzelnen Werke. Ne? Auf jeden Fall. Okay, das ist schon mal gut. Also, okay. Anders geht es nicht. Ich meine, ich will ja die Comic-Landschaft bereichern und nicht nur irgendwie weiter zumüllen. Okay. Aber wenn ich jetzt ein Künstler wäre, der dann was hat, wäre es schon gut, wenn ich ein fertiges Produkt hätte, das ich dir geben kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich habe eine tolle Geschichte, kennst du noch einen Künstler, dass du quasi so aktiv mit dem Entstehungsprozess beteiligt wärst, sondern du vor allem fertige Produkte möchtest, oder wie sieht das aus? Ehrlich gesagt, vom Entstehungsprozess habe ich bis jetzt noch nicht viel Ahnung, aber ich würde mich auch auf sowas einlassen. Das wäre jetzt gar keine Frage. Und wenn es da um Vermittlung zwischen Autoren und Künstlern ginge, wäre das wahrscheinlich auch nicht mal so problematisch. Mhm. Also es sind, was ich aus dem künstlerischen Bereich gehört habe, sowohl eher die Autoren, die fehlen, weil ja, die dann oft halt, was weiß ich, Drehbücher wohl geschrieben haben oder sowas, die dann halt nicht angenommen werden und dann versuchen sie es mal im Comic-Bereich so in der Richtung. Aber da gibt es vielleicht auch verschiedene Aspekte. Wie gesagt, ich habe da nur mal ein bisschen mitgehört, als sich 2 Zeichner unterhalten haben und ja. Gerade was Künstler angeht, bist du in Mannheim natürlich auch, also hast du ja ein super Umfeld. Wir haben uns ja persönlich kennengelernt in Bensheim, als dort die Luxor Fantastic stattfand, also als quasi der Comicladen Mannheims, der Fantastic Store in Bensheim, die Luxor Fantastic, durchgeführt hat. Also im Oktober übrigens der 2. Durchlauf, unbedingt hingehen. Bensheim, geile Location, geiles Kino, sehr empfehlenswert. Nur nette Leute. Da habe ich unter anderem auch kennengelernt den Darko Mohedian oder Mohedian, ich weiß nicht genau, den wir schon im schriftlichen Interview hatten, auch ein cooler Dude, und auch schon ein paar Worte wechseln können mit dem Andreas Butzbach, den du auch gerade hattest, wo wir auch gerade im Gespräch sind, ob wir da nicht unter Umständen auch Zeit noch ein Interview führen können. Also gibt es ja hier durchaus ein gewisses, eine kreative Szene, so eine Comic-Szene. Auf jeden Fall. Unter anderem noch Thomas Lüsserleck, der hat, ist ja auch ein bisschen bekannter schon. Mhm. Und der hat sich jetzt gemeldet, vielleicht ein Usagi-Pin-Up oder sowas, aber das muss noch mit den Lizenzgebern geklärt werden. Mhm. Wäre aber natürlich auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und mal weiterschauen, was da kommt.
Also ich bin auch schon mit zwei, drei anderen noch im Gespräch, ob man vielleicht einfach so ein regionales Sammelsurium sozusagen an Kurzgeschichten oder sowas bringen. Mhm. Und ja, ich denke, nächstes oder übernächstes Jahr kann man da vielleicht mehr ins Auge fassen. Da waren doch auch in Bensheim die Jungs von Krakel Comic. Ja. Das sind ja auch lokale Künstler, mit denen man sich mal zusammensetzen könnte. Marco würde ich da auf jeden Fall auch kontaktieren. Mit dem bin ich ja seit Bensheim auch in losem Kontakt sozusagen. Ja. Und natürlich gehört er auch mit zu der Riege. Okay, sehr gut. Dann schauen wir uns doch mal an, was es bei dir gibt. Wenn man deine Internetseite aufruft, wie lautet die URL von deiner Internetseite? Wie findet man dich online? Dantes-Verlag.de. Okay, Dantes-Verlag.de. Ich habe fix gegoogelt, deswegen kann ich das jetzt nicht auswendig. Da fallen halt eben drei Serien auf, mit denen du länger unterwegs bist. Unter anderem, ich glaube, deine älteste Serie ist ja eben dieses Usagi Yojimbo. Usagi kam erst 84 raus, glaube ich. Bei dir im Verlagsprogramm? Achso, ja, natürlich. Mit denen habe ich angefangen. Okay. Genau. Da musst du mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also du hattest jetzt schon gemeint, das lief über Kontakte von im Schwarzer Turm, die Jungs und Mädels aus Weimar. Die wir unter anderem, habe ich auch in Erfurt, auf dem Erfurter Comic- und Manga-Markt mal Verworte mit denen gewechselt und auch schon jede Menge Zeug bestellt. Wir hatten unter anderem auch eine Autorin bei uns im Interview, die dort die Serie München 1985 rausbringt. Ja. Da kam jetzt vorgestern der dritte Teil bei mir zu Hause an. Auch ein ganz tolles Verlagsprogramm, das ich unbedingt mal anschauen muss. Und die haben, habe ich es richtig verstanden, auch schon Bände davon veröffentlicht? Oder wie lief es? Also angefangen hat das Ganze 96, als Carlsen praktisch 1 bis 6 rausgebracht hat von Usagi Yojimbo. Mhm. Die Sache ist aber die, dass 6 und 7 praktisch eine lange Geschichte sind. Und als der Schwarze Turm das Ganze 2001 übernommen hat, da haben die halt dann mit Band 8 weitergemacht, weil die nicht mitten in der Geschichte weitermachen wollten. Mhm. Und ja, so kam es dann, dass die 8 bis 14 veröffentlicht haben und dann wieder 1 bis 4 und da sind sie dann hängen geblieben leider, weil dann halt das mit den Verkaufszahlen auch nicht mehr so lief. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es ein bisschen an der Zeit lag. Am Anfang, da haben sie noch gut alle halb Jahr mindestens ein Band rausgehauen und da waren die Verkaufszahlen soweit auch noch ziemlich gut. Und als dann halt gerade die Neuauflagen von den Carlsen-Bänden kamen, die ja sowieso schon mehrere tausend verkauft wurden von jedem, und aber keine neuen Bände mehr und die zeitlichen Abstände dann auch noch immer größer wurden, da sind halt, glaube ich, einfach die Leser mit der Zeit abgesprungen. Okay. Und der Schwarze Turm musste dann die Notbremse ziehen. Die hätten es eigentlich auch noch gerne weitergemacht. Woran lag es auch? Haben die so lange gebraucht? Weißt du das? Ich denke, andere Projekte oder sowas, also kann ich mir einfach vorstellen. Ich habe gehört, dass sie da wohl immer jemand hatten, der da noch ein bisschen was bezuschusst hat irgendwie, aber ansonsten, ich kann es echt nicht genau sagen. Bevor ich da jetzt Gerüchte in die Welt setze, will ich da mich lieber bedeckt halten. Genau. Und vielleicht für jeden, der es noch nicht kennt, ich habe selbst jetzt ja auch noch kein Band gelesen, kannst du vielleicht mal das Setting umreißen, worum es bei der Serie geht? Also, das ist praktisch ein herrenloser Samurai, der durch Japan der Edo-Zeit zieht, das halt mit Tieren bevölkert ist. Aber sonst recht nah eigentlich am Historischen gehalten. Klar hat es auch mal Fantasy-Elemente mit dabei. Etwas später auch schon ein bisschen mehr, mal weniger. Aber so, es ist halt generell dieses historische Setting, das mich daran unter anderem juckt. Dann ist halt alles mit dabei, also ist auch Action, ist mal eher humoristisch, mal zum Nachdenken. Ich finde, Stan Sakai erzählt halt einfach richtig gut, also der hat es erzähltechnisch einfach auf den Kasten, könnte man sagen. Okay. Und wie ist so die Zielgruppe? Ab wann kann ich das lesen? Kann ich das meinem 6-jährigen Sohn in die Hand drücken oder eher nicht? Dadurch, dass Leute auch sterben, ich bin mit so Einschätzungen immer schwer unterwegs, aber ich denke, ab 12 auf jeden Fall. Ein 6-Jähriger kann vielleicht noch nicht so viel damit anfangen, aber wird mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Geschichte seine Freude haben. Okay. Und du hast jetzt aktuell wie viele Bände von der Serie veröffentlicht? Bis jetzt nur die zwei Auffüllbände, praktisch 5, 6 und 7. 6 und 7 sind ja ein Doppelband, weil ich die Geschichte nicht wieder auseinanderreißen wollte. Ja.
aber Band 8 kommt am Montag aus der Druckerei. Oh, sehr gut. Also, aber Band 8 ist dann die Gesamtausgabe. Ich habe mich jetzt nämlich an Dark Horse und Fantagraphics orientiert. Und zwar haben die doppelt so dicke Bände wie wir im Deutschen. Mhm. Was heißt, nach dem 13. Band vom Schwarzen Turm geht es dann mit Band 8 praktisch weiter von mir. Band 1 bis 7 kommen auch noch. Band 1 soll im September kommen. Aber ich warte halt noch auf die Rückmeldung von Fantagraphics, dass die mir die Daten schicken. Okay. Also volles Programm erstmal vor dir, auch wo du hoffentlich auch viele Abnehmer findest. Wie gesagt, ich werde da nämlich auch mal einen Blick reinwerfen. Noch zu Usagi, zu den geplanten Veröffentlichungen. Mhm. Im Dezember soll auch noch das Usagi Yojimbo und Turtle Special kommen, das jetzt im Juli gerade bei IDV in den USA rauskommt. Okay. Ist das eine US-amerikanische Serie? Oder wird das Crossover nur bei IDW kommen? Ist eine amerikanische Serie, die bei Dark Horse rauskommt seit Mitte der 90er oder sowas und davor bei Fantagraphics verlegt wurde, die auch die Peanuts zum Beispiel im Programm haben. Und ja, war eigentlich immer rein amerikanisch. Und läuft aktuell auch noch? Oder ist die abgeschlossen? Läuft aktuell auch noch. Okay. Ist, glaube ich, bei Heft 163 oder? Aber kann ich mich auch irren? Ja. Auf jeden Fall ist der 31. Sammelband gerade rausgekommen. Okay, alles klar. Wir sind ja noch so ein. Du hast jetzt von der. Band 13, 14 hat so jetzt gesprochen, ne? Also wir sind jetzt bei den amerikanischen Bänden bei Band 8. Praktisch. Okay. Also ist da noch viel Stoff, auf den wir uns freuen können. Genau. Sehr gut. Also asiatisches Setting, auch ein bisschen Geschichte mit drin. Und ist glaube ich, ein Hase, der Protagonist, ne? Jawohl. Ist ein Hase? Genau, Usagi Yojimbo heißt auch Leibwächterhase. Okay. Ich überlege, mit was kann man das vergleichen? Gibt es vergleichbare Serien, die du kennst? Ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell auch, ich kenne mich in dem Bereich da nicht so aus, dass es da eventuell auch Manga gibt, die so ein bisschen ähnliche Sachen abdecken. Oder auch aktuelle Cross-Cult-Veröffentlichungen, die ja wohl auch so ein bisschen mit dem Genre spielen. Kennst du vergleichbare Sachen oder ist es sehr, sehr eigen? Also, wie soll man sagen? Ich denke, da wäre vielleicht ein Vergleich ganz gut angebracht. Also in dem Vorwort vom 8. Band steht von William Stout, dass praktisch ungefähr eine knallige Mischung zwischen Kurosawa, glaube ich, oder so, und Karl Barks ist. Okay. Ich glaube, er hat den von Lone Wolf and Cub gemeint, aber ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall, man kann sich schon so vorstellen, dass da halt praktisch richtig Comic-Elemente noch mit reinkommen in eigentlich ein riesiges Samurai-Epos. Alles klar, sehr gut. Wir sind gespannt. Wenn ich es gelesen habe, folgt auf jeden Fall auch eine Review auf Geek Whisper. Und dann gucken wir mal, wie das. Also kann ich da auch gut einsteigen. Das heißt, wenn ich jetzt aktuell in die Reihe einsteigen möchte, soll ich da bei Band 1 anfangen, bei diesen Turm, Schwarze Turm-Edition, die es bei dir gibt? Oder wo fange ich da am besten an? Was würdest du mir raten? Du kannst jederzeit einsteigen, theoretisch. Mhm. Gerade der Band 8, der ist eigentlich auch, beginnt der mit einem neuen Abschnitt? Ja, gerne. I'm sorry? Entschuldigung. Dürfen wir noch zwei Keller? Gehen wir hin. Okay. Es ist ein warmer Tag, wir müssen unbedingt was trinken. Ihr könnt das bestimmt verstehen. also Band 8 hast du gemeint, ist Ja, genau. Band 8 ist jetzt praktisch der Start von Volume 2. Und da kann man direkt einsteigen, aber genauso auch bei den anderen Bänden. Zwei Kellerbier, genau, danke. Ja, ansonsten kann man aber jeden auch einfach zur Hand nehmen und mal loslegen. Mhm. Wenn man die früheren Geschichten kennt, dann hat man halt die Bezüge dann auch zu gewissen Personen oder so, die vorkommen eher. Aber theoretisch jederzeit ein Einstieg möglich. Ja, cool. Wenn du sagst Volume 2, dann ist es wahrscheinlich Volume 2, weil es der zweite Sammelband war oder weil einfach die Serie da neu gestartet wurde? Also die Serie wurde in den USA dreimal neu gestartet. Mhm. Fantagraphics hat 8 Hefte rausgebracht plus ein paar Specials. Dann hat Mirage 16 Hefte rausgebracht. Mhm. Das war dann Volume 2 praktisch und Dark Horse hat dann mit Volume 3 auch nochmal mit einer Nummer 1 angefangen. Okay. Ja, und das ist jetzt praktisch von den Mirage-Heften die Neuauflage. Und du hast dann immer aber ausschließlich die deutschen Veröffentlichungen gelesen oder hast du auch die englischen dann überstellt, als sie vorbei waren? Also ich habe auch die englischen daheim, aber ich habe sie nicht alle gelesen, muss ich sagen. Mhm. Ja. Okay.
Und jetzt kriegt dieser nach und nach die Jens zum Übersetzen. Sehr gut. Jens, go, go, go. Auf jeden Fall, ah, der ist kräftig dabei. Ja? Auch bei Slane legt er sich mächtig ins Zeug. Also es ist brutal, was er da für eine Zeit investiert. Einfach, ja, um Hintergrundinfos noch bereitzustellen. Also ja, gerade für Band 3 zum Beispiel gibt es nochmal einen extra Glossar, den er verfasst hat. Mit verschiedenen Quellen, hat sich dafür auch mit Pat Mills in Verbindung gesetzt. Und ja, also richtig geiles Teil hier, freue ich mich jetzt schon drauf. Aber jetzt kommt natürlich erstmal der Zweier dann im September. Ganz ruhig, wir müssen ja auch, erstmal lesen. Na, ich wollte nichts weiter dazu sagen, aber ich freue mich schon riesig drauf. Ich bin gerade schon am Bearbeiten von dem ganzen Zeug. Cool. Und ja, macht echt Bock. Also. Packst du dann hinten auch eine Covergalerie rein oder so? Kann, ja, auch dabei, sehr gut. Ich schaue gerade, dass ich noch die fehlenden Cover von den 2000 AD Magazinen kriege, wo halt Slane mit drauf ist, weil da kann man dann schon noch ein bisschen die Covergalerie ausweiten. Mhm. Die Engländer haben halt immer bloß je nachdem 2-3 Cover ausgesucht und die dann mit reingepackt, aber ich habe jetzt gerade vorgestern geschaut und da gibt es noch einiges mehr und okay, mal schauen, vielleicht kann ich das noch ergattern. Top. Usagi ist schwarz-weiß, oder? Ja. Ist es eigentlich schwierig, Schwarz-Weiß-Comics an den Mann zu bringen im Vergleich zu bunten Comics? Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass der deutsche Markt tendenziell schon eher auf die kolorierten Sachen steht. Ist das schwieriger? Ist dein Eindruck? Ehrlich gesagt, da ich noch keinen Farbcomic gebracht habe, habe ich keine Ahnung. Vergleichen schwieriger. Mhm. Aber ich habe das auch gelesen, nur in der Zwischenzeit kriege ich auch öfters wieder die Rückmeldung, dass Schwarz-Weiß den Leuten auch sehr gefällt. Ja, kann ich nur bestätigen. Also der große Klassiker ist natürlich The Walking Dead, das in Schwarz-Weiß erscheint und da wahnsinnige Umsätze schiebt. Jetzt die Tage habe ich einen Comic gelesen namens Blutrausch vom Kult Comics, der war in Schwarz-Weiß, hat mir sehr gut gefallen. Gestern Abend habe ich einen Comic gelesen, auch von dir, Gravel von Warren Ellis, auch in Schwarz-Weiß. Und das tut dem Genuss gar keinen Abbruch. Also ganz im Gegenteil, hat mir sehr gut gefallen, eine sehr gewalttätige Serie. Was ist Gravel? Kannst du uns kurz Gravel beschreiben? William Gravel ist ein Kampfmagier, der praktisch ein ausrangierter Mitarbeiter des SAS war, also so ein britisches Spezialkommando. Ja. Und ja, der kriegt halt nur noch die Scheißjobs zu machen. Vielen Dank. Und zwischendrin versucht er halt, sich selbst ein bisschen Kohle noch dazu zu verdienen. Tschüss. Tschüss. Ja, und kriegt dann auch Ärger mit seinen früheren Kollegen und so weiter. Aber da will ich jetzt gar nicht zu weit vorgreifen. Tja. Aber auf jeden Fall sehr actionreich so. Auch weil ich mal gefragt wurde, ob das mit Konstantin vergleichbar ist. Ja. Ich meine, die Figuridee ist ja praktisch aus Konstantin entstanden, weil Warren Ellis auch mal ein Jahr lang dafür geschrieben hat. Aber hat sich dann doch eher in die testosterongeladene Version sozusagen entwickelt wohl. Aber gefällt mir sehr. Ja, ja, natürlich. Also kann ich voll bestätigen. Ich fand, natürlich sticht die Gewalt ganz deutlich hervor, aber gerade weil er ein Kampfmagier ist, sind natürlich gewisse Parallelen zu John Constantine im Hellblazer natürlich irgendwo auch nachvollziehbar und vielleicht auch offensichtlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, auch nicht bei Vertigo, dass das so in der Form bei Vertigo oder generell dann bei DC hätte kommen können. Aktuell sowieso nicht mehr, aber auch für damalige Verhältnisse, soweit ich die alten Hellblazer Sachen kenne, die da auch bei hier in Deutschland ja veröffentlicht worden sind, da gibt es ja diverse Collections bei Panini, da gab es Collections bei Schreiber und Leser. Die waren auch sehr düster, die waren auch mal sehr blutig, aber die waren nie so explizit wie Greg Gravel das jetzt gewesen ist. Ja. Insofern ist es schon gut, dass er das nochmal ausgelagert hat. Da ist wohl auch der zweite Band jetzt von Gravel aktuell schon Bearbeitung, ist das richtig? Jawohl. Genau. Ja, und auch generell Warren Ellis, ist wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar der bekannteste Autor ist, den du bei dir im Portfolio hast. Wie kommt man da denn bitte ran? Das muss doch wahnsinnig Konkurrenzdruck geben von allen Seiten, die diese Serie auch veröffentlichen wollen, oder hat er nicht? Tja, anscheinend wollte die Serie niemand. Ich meine, 2000 ist der erste Band Strange Kiss rausgekommen in den USA als dreiteilige Miniserie. Und bis 2007 kamen immer weiter Veröffentlichungen nach, also auch eine Ongoing-Serie, die in Farbe war. Und bis jetzt hat sich anscheinend keiner für interessiert. Und da hatte ich eigentlich relativ schnell den Fuß in der Tür. Ich muss sagen, die haben mich nicht so lange warten lassen wie manche andere Verlage. Okay. Ja, und der William von Avatar ist auch echt sehr nett. Also
war richtig gut, das Gespräch mit dem. Und ja, wir sind uns da gleich einig gewesen, haben das ganze Ding festgemacht und cool. Abgepasst. Nur mit den Daten hat es dann halt ein bisschen gedauert, darum kam die Ankündigung auch erst relativ spät so. Und du schreibst dann die Verlage direkt an über die Pressevertreter oder lernt ihr euch persönlich kennen? Wie läuft das? Ich suche mir eine Internetadresse oder eine E-Mail-Adresse aus dem Internet und fange dann an, die Leute zu nerven. Sehr gut. Ja, also manchmal kommt dann halt nach ein paar Wochen was, aber es kann unter Umständen auch länger dauern. Mhm. Okay. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Was mir hier aufgefallen ist, dadurch kann es sein, dass du das Format ein bisschen gestaucht hast. Ja, habe ich. Ein bisschen kleiner gemacht hast. Gerade wenn die Striche dünn sind, fällt das auf, weil sie dann besonders dünn wirken. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Also man erkennt immer noch sehr gut, was hier explizit gezeigt wird. Es ist sehr detailverliebt. Die Hintergründe sind schön. Immer sehr ausgearbeitet. Nicht wie in vielleicht Superhelden-Comics der Anfang der 2000er, die gerne einfach mit einfarbigen Flächen gearbeitet haben. Ist hier immer auch ein schöner Hintergrund bei. Und spielt ja auch mit Sex, spielt mit Drogen, spielt vor allem viel auch mit Gewalt. Man weiß auch, wie man diverse Waffen benutzt. Hat mir sehr gut gefallen. Der Jens, der Übersetzer, der hat sich auch im Panini-Forum mal kurz geäußert zu Gravel. Ja, genau. Wenn du das gelesen hast. Er hatte gemeint, dass ihm die Arbeit wohl viel Spaß macht, aber es quasi mit Band 2 nochmal deutlich anzieht, auch in der, sag ich mal, Qualität der Geschichte. Ist das auch dein Eindruck? Ja, würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Gerade dann so ab der letzten, das sind drei Teile hier drin in diesem ersten Band, den du veröffentlicht hast. Der erste Sammelband besteht aus den Mini-Stories Strange Kiss, Stranger Kisses und Strange Killings. Und bei Strange Killings ist dann wohl neben Warren Ellis auch der Mike Wolfer, der hier auch, der zeichnet, auch mit in die ins Texten eingestiegen. Ist das richtig? Genau, der hat ab Strange Killings praktisch mitgeschrieben. Mhm. Und das merkt man auch in den Plots, also da kommt schon einiges mehr dann noch bei rum. Okay, sehr gut. Also auch hier eine Serie, die schon auf jeden Fall im Kopf bleibt. Wird noch besser. Und auch definitiv ab 18. Ich meine, der ist jetzt empfohlen ab 18, was denke ich auch gerechtfertigt ist soweit, aber der andere, der ist schon nochmal hart. Ja. Also es war gestern, sag ich mal, gut, dass ich bei was Bettlektüre angeht nicht so empfindlich bin, aber es war auf jeden Fall schon gut gewalttätig. Und es spritzt nur so vor Blut. Ja, cool. Ja, und dann noch natürlich noch Nummer 3 in deinem Portfolio, Slane, das wir jetzt schon angesprochen hatten. Und auch beim Gratis-Comic-Tag, auch bis jetzt ja eigentlich kostenlos für jeden irgendwie ergatterbar ist. Was ist Slane? Slane ist praktisch die keltische Version von Conan, könnte man sagen. Aha. Aber mir gefällt es noch um einiges besser, weil es einfach... Ja, dieses Duo von Slane und Uko, also Uko ist der Zwerg von ihm, der ist halt ein richtig hinterhältiger Drecksack und ja, da kommt dann halt auch viel von diesem typischen britischen Humor so zu tragen und Ich finde, das steht der Serie halt richtig gut. Ja, ansonsten sind die Bilder halt auch richtig episch. Ich meine, zum Beispiel ab Band 3 ist Glenn Fabry auch mit dabei, der die Cover ja für Preacher gezeichnet hat unter anderem. Ja. Mit seinen ersten Comicwerken und ja, also generell die Künstlerriege ist halt echt der Hammer so. Die sind richtig detailverliebt, merkt man irgendwie. Wenn du sagst Künstlerriege, gibt es da viel Wechsel? Also ja. Auch innerhalb der Bände, innerhalb der Geschichten? Oder wechselst du? Innerhalb der Geschichten nicht unbedingt, aber innerhalb der Bände auf jeden Fall. Also gerade im ersten, da wechseln sich Massimo Bellardinelli und Mike McMahon ab. Die allererste Episode ist noch von Angie Kincaid, Pat Mills damaliger Ehefrau. Ja. Und ja, im zweiten Band wechseln sich auch wieder Bellardinelli und Mike Mahon ab. Im dritten ist dann Brian Talbot und Glenn Fabry mit dabei. Mhm. Dann ab Band 6 Simon Beisley, Band 7 wieder Glenn Fabry und Dammit Power, glaube ich. Mhm. Dann kommt hier Clint Langley dann auch mit seinem recht fotorealistischen Artwork. Und den neuesten Simon Davis, genau, der macht dann eher so einen auf Wasserfarbmaltechnik so. Und zwischendrin kommt natürlich auch noch ein bisschen was. Also scheint mir die Creme de la Creme zu sein.
die sich da versammelt. Man kann sich ja, das ist ja eine Sache, die ist bei dir auch super geil. Auf deiner Internetseite kann man sich ja auch Leseproben angucken. Und das heißt, man kann auch mal einen Eindruck vom Artwork kriegen. Jetzt, ich vermute dann mal vom ersten Band, die sind da online. Ist das richtig? Das ist die erste Episode, die Angie Kincaid gezeichnet hat. Mhm. Die wollte ich einfach der Chronologie wegen erstmal rein. Mhm. Aber ich denke, es gibt dann vom zweiten oder vom dritten auch mal noch eine Leseprobe, zumindest auch so eine 6-seitige Episode. Mhm. Ist die erste Episode auch die, die im Gratis-Comic ist? Nein, da sind praktisch die Episoden 2 bis 5 drin. Mhm. Also ist auch ein Verweis im Gratis-Comic-Tag-Heft, dass man sich die erste Episode noch angucken kann bei mir auf der Seite. Und so hat man dann schon mal die ersten 5 Kapitel praktisch. Und vom Format her, ist es auch die Größe von Gravel oder größer? Größer. Größer. Also hast du ja vielleicht am Gratis-Comic-Tag-Heft gesehen, wenn du schon mal reingeblättert hast, dass es relativ klein ist. So. Und für das Heft fand ich es noch gerade so in Ordnung, aber als Album geht es einfach nicht. Ich habe am Anfang auch damit geliebäugelt, habe es auch so kalkuliert erstmal. Drum hatte ich den Preis von 14,95 erstmal angesetzt, aber nach zig Ausdrucken und Spielereien mit der Schrift und sowas habe ich gemerkt, das ist einfach nicht möglich. Und ich muss sagen, ich bin froh drum, weil die Zeichnungen kommen auf dem Magazinalbum auch viel besser. Viel besser zur Geltung. Ja. Und gibt es da vergleichbare Serien, die man mal so nennen kann, damit ich jetzt weiß, wem es auch gefallen könnte, wer die Zielgruppe sein könnte? Also auf jeden Fall allen, den Savage Sword of Conan früher ganz gut gefallen hat. Ansonsten, ich denke, jeder, der irgendwie ein bisschen Bock auf Fantasy und Barbaren-Action hat, ist damit echt gut beraten. Also wunderbar. Ja, auch die Einfälle, die Pat Mills damit reinbringt, sind halt sehr oft auch historisch oder mythisch bezogen sozusagen. Mhm. Und der Jens, wie ich vorher schon erwähnt habe, der steckt da einen Haufen Arbeit auch rein und setzt dann auch immer Fußnoten drunter, woher dies und das kommt. Und ja, das ist ja geil. Das macht halt das Ganze noch interessanter. Dazu haben wir ja auch noch die Karte angefertigt vom England vor der Eiszeit sozusagen, wo dann auch die Gegenden etwas eingeteilt wurden, die sie dadurch wandern und sowas. Und ja, so. Ich denke, mit den Hintergründen noch dazu, das macht das Ganze schon noch attraktiver auf jeden Fall. Läuft die Serie denn jetzt noch? Also kommt da auch noch stetig neues Material? Ja, da kommt auch noch neues Material immer wieder. Wo erscheint das? Also bei 2000 AD, also Rebellion halt in England. Mhm. Die haben ja den 2000 AD vor ein paar Jahren auch gekauft. Ja. Jetzt gerade, weil es ja doch ein paar mehr Bände sind und man kann das auch alles bei dir online bestellen, wie ich das mit Gravel zum Beispiel auch gemacht habe, gibt es eigentlich irgendwie eine Form, Sachen bei dir zu abonnieren oder vielleicht bei Vertrieben, mit denen du zusammenarbeitest? Also ein Abonnement habe ich ehrlich gesagt schon ins Auge gefasst, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das System machen soll. Also ob ich das dann mit Einzugsermächtigung praktisch regeln will oder so wie Danny Books zum Beispiel, bei denen kann man ja dann für 100 Euro irgendwie im Voraus holen und dann kriegt man, glaube ich, einen Prozentsatz von 8% oder so gut geschrieben auf die, okay, also noch Work in Progress. Genau, ja. Aber da kommt auf jeden Fall noch was. Ansonsten beim Vertrieb, bei Comic Combo und PPM ist ja bei beiden erhältlich alles. Ich denke, da wird sich schon auch was regeln lassen. Ja, es würde mich überraschen, wenn die da nicht irgendwie eine Möglichkeit haben. Ja. Ja, speziell bei Gravel habe ich irgendwas gelesen von wegen, dass ich den Band jetzt überhaupt schon haben kann, liegt, glaube ich, daran, dass ich ihn ja direkt bei dir bestellt habe und es nicht über den Vertrieb ging. Da schien es irgendwie noch Probleme auf dem Postweg gegeben zu haben oder so. Ist das richtig? Die Bücher, die liegen eigentlich seit fast 4 Wochen beim Vertrieb. Nur leider haben die genau an dem Tag oder an dem Tag, bevor sie zugemacht haben, halt die Bücher erhalten. Und die haben jetzt eine 4-wöchige Umstrukturierung gerade. Okay. Ja, ansonsten, wenn die 2 Tage früher aus der Druckerei gekommen wären, dann hätte es wahrscheinlich auch noch hingehauen, dass ein paar zu PPM rübergerutscht wären. Aber im Endeffekt ist jetzt auch nicht tragisch. Dafür habt ihr im Juli 2 neue Bände von mir. Das klingt mehr nach kleinen Steinen auf dem Weg zum Erfolg. Nichts, was man nicht überwinden könnte. Ich denke auch.
Ja, du hattest jetzt ja auch kurz Sunnybooks angesprochen, den Jano Rohleder, der jetzt, den wir auch schon im Interview hatten, auch mehrfach schon, auch unter anderem schon für den Telestammtisch und auch eben schriftlich. Der ist ja jemand, der, wenn du bei ihm direkt die Comics bestellst oder ihm eine Quittung vom Kauf, also vom Kaufbeleg schickst, eine Kopie vom Kaufbeleg, auch digitale Comics zur Verfügung stellt, also quasi eine PDF-Ausgabe dann von dem jeweiligen Band. Wie sind so deine persönliche Meinung? Siehst du da für dich auch Zukunftschancen oder ist es für dich interessant, auf Comixology zum Beispiel deine Sachen einstellen zu lassen oder jetzt bei diesem Amazon Unlimited irgendwas? Ist es für dich interessant oder ist es aktuell noch kein Thema? Absolut kein Thema zurzeit. Okay. Ja, der Januar hatte auch mehr gemeint, dass das wohl mehr so eine Art, als Verlag selber verdient, wusste da schon mal gar nicht viel dran. Es ist bei ihm mehr so, speziell dieses Amazon-Ding wäre so eine Art Werbeeffekt, weil das halt in irgendwelchen Paketen mit drin ist und man hat dann quasi Band 1 oder 2, den man lesen kann. Und wenn man die Folgebände möchte, könnte man die dann direkt bei ihm bestellen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass digitale Comics vielleicht nicht so der, nicht so die Lösung des Comicmarkts sind. Ja, derzeit noch nicht, das sehe ich auch so. Und ich bin halt auch, wie wir es vorher schon drüber hatten, einfach der Leser, der gerne Papier in der Hand hat. Ja, ich habe da noch so ein paar Fragen vorbereitet, die gehen jetzt mehr so an eine allgemeine Natur. Jetzt im Comics auch, sag ich mal, im Allgemeinen auf einer Meta-Ebene. Wir hatten vor kurzem, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber sind so Marvel-Interna erschienen, wo quasi gesagt worden ist, Comics und speziell deren Superhelden-Comics würden sich jetzt weniger über die Namen der Autoren und über die Zeichner verkaufen, sondern vielmehr über den eigentlichen Held oder die Heldin, die vorne auf dem Titelblatt drauf ist. Das heißt, Spider-Man und Batman verkaufen sich immer, egal wer es zeichnet und schreibt. Wie ist denn das bei dir ganz persönlich? Wie viel Wert legst du auf Autoren und auf Künstler? Oder geht es dir wirklich mehr um die eigentliche Figur, die da eine Rolle spielt? Also, meinen Comic-Geschmack habe ich ausgeweitet, indem ich praktisch gute Sachen gelesen habe, wie zum Beispiel Warren Ellis, und mich dann nach Sachen umgeschaut habe von Warren Ellis. Und ja, da habe ich dann auch mehr gefunden, was mir gefallen hat. Drum achte ich schon sehr auf den Autor. Und ich würde vielleicht auch manche Sachen lesen, wenn ein gewisser Autor praktisch mitmischt, obwohl sie mich sonst vielleicht nicht interessieren würden. Letztens habe ich mir zum Beispiel Iron Man 3 angeguckt. Okay. Wäre überhaupt nicht mein Ding oder sowas, ja. Aber mich hat es einfach mal interessiert, weil ja Ellis auch die Comic-Vorlage praktisch geschrieben hat. Also extrem ist es von ihm. Ja, Warren Ellis, ganz aktuell haben wir auch zuletzt darüber gesprochen, habe ich das Trees für mich entdeckt, was er bei Image bringt. Finde ich persönlich ganz toll. Ich glaube, da gibt es noch keinen deutschen Verlag, der sich davon prügelt. Ja, aber farbig. Kein Problem. So ein bisschen Mystery. Hat ein bisschen, also auf der Erde landen große Monolithe überall. Also wirklich, keine Ahnung, 50 Monolithe, riesengroß, größer als Hochhäuser, die plötzlich da sind. Und überall auf der Erde tauchen plötzlich kleine schwarze Blumen auf. Alles ist ganz mysteriös. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben. Warren Ellis halt. Wer kann das schon? Auf jeden Fall. Ja. Das war also gerade auch so die Feststellung, dass der deutsche Markt einfach anders funktioniert als der US-Markt. Die Äußerung, die da wohl noch bei dieser Marvel-Veranstaltung da quasi geleakt worden sind, denke ich, sollte man eher auf den Comic-Markt in den Staaten reduzieren und weniger auf die Deutschen, weil da in Deutschland doch die meisten, also viele, dann doch über Autoren und über Künstler neue Werke entdecken und auch neuen Verlagen mal eine Chance geben. War so mein Eindruck. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich denke halt, vielleicht bei den Kids ist es eher so, wenn die dann Heft sehen, oh, Batman drauf, hol ich mir. Ja, und wir haben jetzt hier im Laufe unseres Gesprächs schon ganz viele Namen, ganz viele Verlage fallen lassen. Also die ganz großen, auch eher kleinere. Jetzt so aus deiner Sicht, sind das eher Konkurrenten oder Mitbewerber? Also bis jetzt sehe ich es auf jeden Fall als Mitbewerber. Ich denke gerade, dass da mein Programm so speziell ist, habe ich da nicht viel Konkurrenz in dem Sinne jetzt. Und ich habe letztens auch mal mit dem Jano von Danny Books geschrieben und ja, da sind wir auch eher auf den Zweig gekommen, dass wir dann vielleicht einen Anzeigentausch machen, wenn ich jetzt den Turtles-Band bringe, weil da von ihm wahrscheinlich noch mehr in nächster Zukunft gestartet wird. Auf jeden Fall. Ja, und ich denke, so würde ich das auch gerne weiterhin handhaben. Also ich möchte da nicht irgendwie mit jemand auf dem Kriegspfad sein. Also man steht sich da nicht irgendwie im Weg so ein bisschen oder so irgendwie Preisdruck ausgeübt oder so, das sind jetzt nicht Erfahrungen, die du gesammelt hast. Ja gut, vom Preisdruck her,
geht's eigentlich, da ja sowieso die Erwachsenentitel jetzt von Panini zum Beispiel relativ teuer geworden sind in den letzten Jahren. Also wenn du da ein Vertigo-Band geholt hast mit 140 oder 150 Seiten, sind ja da teilweise ein 20er auch fällig geworden für. Mhm. Und ehrlich gesagt, bei solchen Preisen, da kann ich auch noch mithalten. Ja, es geht gut. Ja, das ist schön zu hören, dass der deutsche Comic-Markt im Grunde nach eher so einen harmonischen Eindruck macht, so auf alle Beteiligten, also sowohl die Vertriebe, also die Verlage und eben auch auf die Leser. Speziell im Panini-Forum beispielsweise sind ja auch kleine Indie-Verlage unterwegs. Die werden da ja auch geduldet und machen da so ein bisschen Werbung. Jetzt explizit Blam Blam Productions ist da ja auch, macht da ja auch viel. Jetzt seit neuestem auch The Next Art, die da auch ein bisschen was zu sagen, also ein bisschen was schreiben. Wo bist du denn online unterwegs? Hast du da, du hast es gemeint, im Comic-Forum? Ist das eine Sache, wo du regelmäßig unterwegs bist? Oder läuft das eher über Facebook? Wie ist so dein, sagen wir, online, deine Online-Aktivität und Präsenz? Beschämend. Nee, also ich bin leider relativ wenig präsent online. Also auch auf Facebook hast du vielleicht gesehen, der letzte Post, der ist schon wieder, ach, mit Sicherheit 4-6 Wochen alt, sowas rum. Ja, wenn ich mal dazukomme, dann mache ich das gerne, aber ansonsten fällt es eigentlich eher so in das ab. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe und ja, wann habe ich denn Zeit? Ja, das kann ich. Gerade wenn du das alles alleine stemmen musst, ja. Andere haben Marketingabteilungen und du musst das nebenbei noch so mitmachen. Ja, also ich kann da auch, ehrlich gesagt, noch, habe da auch nicht so die Vorstellung, was jetzt Sinn ergibt. Klar sind die Nerds und die Geeks, die sind alle in den einschlägigen Foren unterwegs. Du hattest vorhin das Comic-Forum auch erwähnt, wo du wohl auch was machst. Also bis jetzt noch nicht wirklich. Da habe ich mich einfach in dieses Forum mit eingeklinkt halt, weil da schon seit Jahren ein Usagi Yojimbo-Trap besteht halt. Und wie gesagt, der Schwarze Turm hat dann nochmal für meine Veröffentlichung halt einen kleinen Post gestartet. Ja, ansonsten bin ich eigentlich aber auch schon mit dem Bernd in Kontakt vom Comic Forum. Mhm. Ich muss nur den irgendwann mal anrufen und das Ganze klären, dass wir das auch wahr machen können. So. Ja. Da frage ich mich auch immer, was ist sinnvoller, jetzt speziell in den Foren die Leute abzuholen, die eh schon im Medium Comic stecken, oder einfach auf, ich habe das Problem ja mit dem Telestammtisch zum Beispiel auch mit unserem Podcast-Projekt hier, dass ich auch einfach auf Facebook einen Beitrag öffentlich stellen kann und den auch für, keine Ahnung, 5 Euro, 10 Euro bewerben könnte. Aber ob es wirklich Sinn ergibt, ist eine Antwort, die ich auch noch nicht habe. Insofern, Ja, ich stelle mir da halt immer vor, wenn die Werbung da, was weiß ich, zu irgendwelchen wahllosen Leuten praktisch gebracht wird, dann hat die ja auch keinen Sinn. Also ja. Da ist ja dann vielleicht mal ein Zufallstreffer dabei und das war es dann im Endeffekt. Und wie ist es so mit Live-Veranstaltungen? Wie ich jetzt mehrfach erwähnt habe, haben wir uns ja hier in Bensheim kennengelernt, auf der Luxor Fantastic, wo du einen Stand hattest. Gibt es denn andere vergleichbare Veranstaltungen, wo man dich antreffen kann, in vielleicht auch absehbarer Zeit? Also natürlich in Bensheim wieder. Ja. Ansonsten wird es hin und wieder auch eine Veröffentlichungsparty im Fantastic Store geben, denke ich. Mhm. Weiterhin kann ich jetzt noch nichts Festes sagen. Ja. In Hamburg ist im Oktober noch ein Comic-Festival, da werde ich wohl auch sein. Ach ja. Aber gerade die Comic-Cons oder sowas, da hatte ich schon sehr netten Kontakt mit einer Mitarbeiterin, muss ich sagen. Aber das ist mir einfach zu teuer. Hey. Das glaube ich aber. Also da investiere ich lieber in eine Lizenz und habe noch eine halbe Übersetzung mit dabei für den Preis, wo mich ein Stand an der Comic-Con kostet. Ja, andere Verlage haben auch gesagt, also wenn sie da plus minus null rauskommen, ist schon gut. Ja, das wäre traumhaft, hey, so viel da zu verkaufen. Ja, und ist ja auch gerade immer die Frage, ab wann rechnet sich solche Sachen? Ob jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise wieder Plemplem nehme, die da 5 Euro für so ein Heft wollen, ob ich nicht eher die 5 Euro für einen Trachtman zum Beispiel ausgebe, der ein tolles Cover hat, der irgendwie ein lustiges Design hat, der irgendwie auch interessant klingt, die ich mal eben so mitnehme. Oder ob ich mich jetzt intensiv in einen Comic einarbeiten will, der vielleicht auch eben gerne mal 16, 17 bis 20 Euro kostet. Es ist halt wirklich die Frage, ob das einfach das Klientel das Richtige wäre auf solchen Veranstaltungen dann auch. Ja. Also ganz spannend. Wir sind auch generell, müssen einfach mal gespannt bleiben, wie das aussieht mit den ganzen Conventions, ob wie das nächstes, übernächstes Jahr, wie vieles von diesen ganzen Veranstaltungen überhaupt noch gibt, welche sich rechnen und wo auch die Fans sagen, okay, hier komme ich auch noch ein zweites Mal hin, weil mir die Organisation gefallen hat, weil einfach auch genug Comic bei einer Comic-Con geboten wurde, ist ja auch nicht selbstverständlich. Oh ja.
Habe ich auch schon gehört. Und besuchst du privat sowas auch? Also dass du jetzt unabhängig mal von deiner Verlagstätigkeit an der Convention angefahren bist? Was ist passiert? Ehrlich gesagt, ich war letztes Jahr in Erlangen. Ja. Und da bin ich auch nur hingefahren, um Jens kennenzulernen. Okay, okay. Also davor war das überhaupt nicht meine Welt, muss ich sagen. Mhm. Ich habe ja viel gelesen und ich habe auch wirklich daheim ein ganzes Zimmer voll mit Comics, aber ja. Ich war nie jemand, der dann, was weiß ich, für eine Autogrammstunde angestanden hat oder sonst irgendwas. Das ist alles an mir vorbeigezogen irgendwie. Ja, also eher so der Leser und weniger da so. Genau. Und war so generell dein Eindruck von Erlangen, das steht dann nächstes Jahr ja wieder an, glaube ich, ne? Ja. Wäre das was, wo du jetzt, unabhängig jetzt mal von, also du als Privatperson, würdest du das dem geneigten Comic-Fan empfehlen, nach Erlangen zu fahren oder tut es eigentlich auch eine Comic-Con? Da ich noch auf keiner Comic-Con war, kann ich das nicht sagen, aber Erlangen hat sich auf jeden Fall gelohnt. War eine sehr nette Atmosphäre und ja doch, war echt ein schöner Tag, den ich da verbracht habe. Ja, dann vielleicht noch ganz zum Schluss. Du hast gerade gemeint, du hast ein Zimmer voller Comics, ja, in dem wahrscheinlich auch eine stattliche Sammlung steht. Ich glaube, ich habe ein Foto gesehen, wo du gerade ein Usagi-Band in der Hand hältst. Ich könnte mir vorstellen, dass der in diesem Zimmer, dass es in diesem Zimmer entstanden genau, ist. Genau, das ist die eine Seite von meinem Zimmer. Die eine Seite, der Westflügel. ja, da fehlt praktisch auch noch die Hälfte des Regals. Okay. Also, weil das ist nämlich ein Thema, das hatten wir letztens auch bei uns im Telestammtisch besprochen. Bist du eher so der klassische Comic-Sammler, der sich halt dann Comics kauft und irgendwann auch liest? Oder geht es ja eigentlich primär ums Lesen und Sachen, die scheiße sind, werden auch wieder verkauft? Sachen, die scheiße sind, werden auch wieder verkauft, sonst wird es sich schon stapeln. Okay. Also ich glaube, ich habe bei eBay schon mindestens 2.500 Comics weiter verscherbelt. Na, wenn da aktuell was einsteht, kann ich an die Shownotes mal den Link von deinem eBay-Profil posten. Ich habe noch 700 im Keller stehen, die gerade drauf warten, verkauft zu werden, aber ich komme einfach nicht mehr dazu, seit ich mit dem Verlag angefangen habe. Irgendwann vielleicht mal. Ja, das gute alte Comic lesen. Wenn wir mehr Zeit hätten, ne, dann könnten wir da viel mehr lesen. Ach, so ein, zwei Stunden am Tag komme ich immer dazu, muss ich sagen. Ja, das ist auch cool. Und sind die bei dir noch alle schön in Bags und Boards, irgendwie in irgendwelchen Pappkartons und Schubern oder mehr so auf Stapeln in irgendeiner Ecke? Also Ecke war es nicht, du hast es von Regalen gesprochen. Also kümmerst du dich dann auch um die Erhaltung quasi deiner Comics? Also die stehen halt im Regal und werden abgestaubt von meiner Frau. Ansonsten die Hefte habe ich jetzt nicht alle gebordert und so weiter. Das ja, ist klar. Mir da echt wurscht, muss ich sagen. Aber dann auch wirkst du ganz persönlich für dich das Sammeln, die Sammelleidenschaft, die du da hegst, um das dann vielleicht noch komplett zu haben. Vielleicht mal irgendwie dann. Was machst du langfristig mit den Comics? Weil das ist immer so mein Grundgedanke. Gerade wo ich jetzt Nachwuchs bekomme im August, frage ich mich, wie viele Comics ist noch sinnvoll zu sammeln und wann höre ich auf? Was machst du damit? Also die Comics, die ich habe, die lese ich auch immer wieder, muss ich sagen. Es kann halt mal 2, 3, 4 Jahre dauern, bis ich es wieder in die Hand nehme. Und wenn es beim zweiten oder dritten Mal lesen dann nicht mehr gefällt, dann bin ich auch bereit, das abzugeben sozusagen. Okay, ja, sehr gut. Aber es hat sich einfach schon so viel angesammelt und bei manchen Sachen ist dann halt auch eine Komplettfrage. So gerade zum Beispiel Landfäust, da finde ich die ersten 8 Alben richtig gut soweit, also machen Spaß auf jeden Fall. Aber was danach halt noch kommt, die habe ich auch nur noch der Komplettierung wegen geholt. Okay. Ich versuche es immer mal wieder mit einem Band, aber mehr als 48 Seiten gehen dann auch nicht am Stück. Ja, Josh, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr gefallen hier in Mannheim mit dir. Ich glaube, eins trinke ich noch. Was ist dein absolutes Lieblingsbier? Letzte Frage. Mein absolutes Lieblingsbier hatte ich vorher schon erwähnt. Das ist das Meckatzer Weißgold. Das ist saugeil. Vom Bodensee. Allgäu. Ja. Aus Meckatz. Alles klar, vielen Dank und vor allem viel, viel Erfolg mit dem Dattes Verlag. Bleib in Kontakt, wir rezensieren fleißig und schicken dir auch auf Facebook die Links zum Review. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.